Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Flying Green Station. Und wow, Leute, wir haben mittlerweile 60 Folgen überschritten und ihr seid immer noch da. Das ist der helle Wahnsinn. Ja, es werden immer noch Statistiken ausgerechnet. Menschen fiebern auf den großen Flug. Und ja, schauen wir mal. So, was ist denn das? Warte mal, hier sind doch noch mehr. Safely safe. Use ESEC. Okay, komm, wir holen uns erst noch hier im Basecamp. Was habe ich jetzt gesagt? ESEC? Wie wurde das geschrieben? Habe ich das... Ach komm, jetzt habe ich wieder... Ach, ich bin blöd. Ach komm, wir springen jetzt erstmal. Doch, da steht doch ESEC. Ach, mit G. Oder? ESEC mit G? Promocode. Ah, apply. Sehr gut. Nehmen wir, oder? 50% off? Na klar, nehmen wir das. So, mehr Asteroidengeld. Noch mehr Rocket Fuel. Oh, das wäre geil, ne? Oh, Asteroiden Money. Kann ich eh nichts. Dann nehme ich Rocket Fuel. So, siehst du, guck, da können wir mal mit einer ordentlichen Rakete nochmal durchstarten hier. Okay, so einen kleinen Ausgleich. So, das ist... Ach du meine Güte, Leute. Ob das was bringt, das kann ich euch jetzt nicht erzählen. Das kann ich euch nicht sagen, ne? Da müssen wir mal gucken. So. Bremst mich das eigentlich auch? So ein bisschen habe ich das Gefühl, dass mich die Asteroids so ein bisschen beeinflussen. In der Liebe, meiner Kraft, meiner Energie. So. Einfach nochmal einen zweiten Schub nach oben machen. Aber guck mal, wir verlieren hier schon so viel an Kraft und Saft. Wow, ich habe noch keine Ahnung, wie sich das hier alles auswirkt, was hier gerade passiert, Leute. Ich weiß es wirklich nicht. Ich meine, ich bin so hoch im Space. Au. Okay, ganz easy durchgeflutscht. Okay, ich habe keine Ahnung, ob ich hier jemals wieder runter auf diesen Planeten komme, Leute. Doch jetzt. Den Satelliten da wollte ich aber nicht haben. Alles, was hier passiert, kann ich eh nicht mehr so gut beeinflussen. So, hier nochmal so ein paar km/h rausgeholt. Ach du meine Güte, Leute. Jetzt wäre natürlich eine Rakete natürlich nochmal richtig geil, ne? Ich verliere hier oben auch irgendwie viel mehr Speed. Keine Ahnung, ey. Ich weiß nicht, ob das alles so richtig ist hier. Ey, es kommen überhaupt keine Tornados mehr und so. Es ist doch irgendwas ist doch hier gemacht worden, Leute. Irgendwas ist doch hier. Hier wurde doch manipuliert. Hier wurde doch manipuliert in diesem Spiel. Das sieht mir ganz nach... Ich meine auch heute Morgen, als ich aufgewacht bin und in mein Büro, / Kinderzimmer gegangen bin, habe ich eindeutig Entenfußspuren entdeckt. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so dreist sind. Oh Mann. Komm, ich habe überhaupt keinen Boost mehr nach oben jetzt irgendwie. Ne, ich brauche mehr Speed nach vorne. Ich brauche mehr Speed nach vorne, Leute. Es macht nämlich sonst alles gar keinen Sinn, was wir hier machen.
Aber wir sammeln schon mal ein bisschen Geld. Ist aber nicht viel Geld. Guck mal, das ist doch kein richtiger Jump. Das ist doch, da fehlt doch irgendwas. Da fehlt diese geile kinetische Energie, die ich sonst immer habe, wenn es nach vorne geht. Wisst ihr so, guck mal, was das eigentlich für ein geiler Flug war und die Rakete erst im zweiten Dings benutzt, um nochmal richtig Höhe rauszukriegen. Und ja, trotzdem bringt es mich gerade eigentlich prinzipiell nicht weiter. Und ich habe mehr Rocket Force als vorher, habe mehr Explosion Force als vorher. Also eigentlich müsste ich richtig abdüsen, aber irgendwas stimmt in meiner Berechnung noch nicht so ganz. Ich sag ja, irgendwas hat sich geändert. Irgendwas ist anders. Es ist nicht mehr so unbeschwert wie früher. So, Flügelchen sind ab. Hier nochmal ein paar Meter raus. Und Aufprall. Das ist 4 Minuten nur. Mann. Ich meine, das ist schon in Ordnung, aber guck mal, ich bin nicht weit gekommen. Ich bin nicht weit gekommen. Also ich glaube, dass der klassische Raketenstoß, den ich früher gemacht habe, der so dann schön nach vorne ging, ich glaube, dass der einfach immer noch der beste ist. Ich hatte zwar nicht den besten Absprungwinkel, habe den aber, sag ich mal, noch so ein bisschen hochkorrigiert. Vielleicht war es dann auch schon wieder zu viel. Wir wissen es nicht. Ach, Mann. Das ist immer so, ja, wenn man dann unterwegs ist, ne, so überlegt man kurz, lohnt sich das noch? Soll ich nicht einfach anhalten und neu starten? Oh, Leute, die Fische. Früher waren die Fische noch richtig gut. Jetzt sind sie irgendwie eine Plage geworden. Naja, wir kämpfen um jeden Experience Point hier, Leute. Jede Experience wird mitgenommen. Ob wir da jetzt mal ein bisschen langsamer oder schneller fliegen, das sei jetzt erstmal dahingestellt. Ein bisschen Geld mitgenommen. So, sehr schön. Jetzt habe ich nämlich 2 Geld und 1 Pinguin. Ob man jetzt 1 Geld und 2 Pinguin will, muss man für sich selbst entscheiden. Oh, Fischi. Okay, ja. Da gab es auf jeden Fall schon mal bessere Fischis. Weg mit dem Ding. Ja, mit den Crates. Ja, machen wir mal hier, ziehen wir mal ganz durch, wenn wir schon dabei sind. Ah, hier nochmal ein bisschen Boost rausholen. Das ist so die Technik, ne? Sammeln und springen. Und dann hier wieder einsammeln und springen. Dann verliert man nicht so viel Bibbly Boost. Aber man landet natürlich in den Kackschlitzen hier. Und all diese Kackschlitze sind betrügerisch gemein, fies und frech und wollen mich nur ärgern. Aber wir gleiten. Wir gleiten, Leute. Das ist kein Rutschen hier. Das ist richtig professionelles Sliden. Aber diese bescheuerten kleinen Häufchen da. Früher waren sie nicht so bescheuert. Also sie waren schon immer bescheuert, aber sie waren nicht so präsent. Und jetzt auf einmal merkt man es dann wieder, ne? Da merkt man wieder, was man falsch gemacht hat. So, wäre man nämlich einfach mal in die Schule gegangen und hätte ein bisschen aufgepasst, ja, dann müsste man jetzt so einen Scheiß hier nicht machen. Naja, Scheiß ist ein bisschen übertrieben, ne? Aber sind wir mal ehrlich. In der Relation zu dem, was ich hier gerade mache. naja, gut. Aber es gibt auch Leute, die machen zwar beschissenere Sachen, verdienen aber auch mehr. Ne? Also muss man auch mal sehen. Ich bin in dieser YouTuber-Mittelschicht gelandet. Ja, da, wo man, wo es gerade so reicht, aber wo man nicht, weißt du, wie so ein paar andere große YouTuber mit so ein paar Millionen Klicks im Monat, weißt du, die haben da nicht so die finanziellen Sorgen, die so ein Mittelstands-YouTuber oder dann die ganz Kleinen, ne, auf die YouTube ja auch noch mittlerweile mit drauf spuckt und sagt, nee, früher konntest du ja wenigstens noch 100, 200 Euro verdienen, wenn du jetzt einer von den Kleinen warst. Heute geht das nicht mehr, weil du musst ja mindestens so und so viele Klicks haben, Walla.
So, die 190, die sind nur für den Helm. Kaufen wir einen neuen Helm? Komm, wir kaufen einen neuen Helm. Wir kaufen einen neuen Helm. Was soll's eigentlich? Was soll das? Was soll der Geiz, Leute? Wir kaufen den Jetfighter Superhelm und machen das einfach. Wow, jetzt sieht's mega cool aus. Oh, bin ich ein cooler Typ. Leute, jetzt mal ganz ehrlich. Wie cool ist denn dieser Pinguin bitte? Da ist was gewesen. Nein, okay, war nichts. Ich dachte gerade, jemand will mir vielleicht Post liefern. Das wäre schön. Ich werde nämlich dieses Jahr meine Weihnachtsgeschenke alle schon Anfang Dezember kaufen. Schön Black Friday alles fertig machen. Und dann haben wir nämlich keine Probleme. So, pass mal auf, wir nehmen... Nee, nehmen wir nicht. Nee, nehmen wir noch nicht. Das ist mir... Die Slope... Die Slope sieht mir nicht gut genug aus. Ist aber dann meistens wahrscheinlich die beste. Och, du Kacke, Leute. 63, leck mich doch in der Kimme grad, ey. Ey, diese Zar-Bombe, ich hab den Absprung einfach verlernt, ne? So, seitdem diese Bombe da liegt. So, Leute. So muss das doch aussehen. Und jetzt, guck mal, und jetzt, wenn wir Geschwindigkeit verlieren und uns langsam in einen guten Winkel begeben... Ja, dann saugen wir noch mal richtig was raus jetzt hier. Ja, das sieht schon ein bisschen... Oh, nach Satelliten aus, Kreis. Geil. Oh, was? Guck mal, Alter, wie der mich wieder nach unten gedrillt hat. Richtiger Lump. Boah, das war schön. Das war schön. Oh, hätte ich mal den Geldbrocken mitgenommen. Fuck! Mano! Wenn es einmal gut läuft. Wenn es einmal gut läuft, ne? Mann! Hätte ich jetzt nämlich das ganze Geld dabei, das Doppelte, Leute. Mann, wäre das geil. Shit, naja. Oh Mann, ey, ich wollte mir ein bisschen Boost sparen hier. Kacke. Was? Komm schon, ey, das war mega der Boost. Der hätte viel mehr rauskommen müssen eigentlich. Durch was bin ich jetzt durchgeflogen? Ich war doch schon im Weltraum. Mann. Oh Mann, ey. Komm schon. Konzentrier dich, Pinguin. Konzentration. Die Hälfte der Strecke ist fast geschafft. Hey Leute, die haben das Spiel doch geändert. Kannst du mir doch erzählen, was du willst? Okay, ich bin ein bisschen zu konzentriert, Leute. Aber was will man machen, ne? Okay, 40 haben wir geschafft. Wir sind auf Level 102. 20.000, naja gut, das reicht nicht. Wir brauchen 300.000 für die nächsten Upgrades. Es wird teuer. Es wird teuer, Leute. Also wir müssen uns hier... Oh nee, fuck, das war richtig kacke, Kreis. Also das...
Also wenn mich heute einer fragt, was war die schlechteste Entscheidung, die du getroffen hast, dann würde ich sagen, genau hier jetzt gerade dieses Shift so lange gedrückt zu halten. Okay. Whoop. Ja, aber das reicht noch lange nicht, Leute. Das reicht noch lange nicht, um da hinzukommen, wo ich einst gewesen bin. Warum? Warum ist das so? Oh. Ein bisschen was rausgeholt hier an Flugzeit. Ja. Oh. Shit. Naja, 446. Jetzt müssen wir mal gucken. Guck mal, gerade 500 Bubblefische. Das Spiel weiß genau, du kommst hier eh noch nicht runter. Und dann pimmelst du hier rum. Oh Mann. Aua. Die Spawn-Rate, ich habe alles, ich habe alles gekauft und ist irgendwie alles weg, keine Ahnung. Haben die an dem Spiel rumgenervt? Das dürfen die gar nicht, entstehen ja komplett neue Regeln. So, jetzt mal hier, weil ich nämlich jetzt schon wieder sehe, dass ich hier zu hart gebremst werde. Ja, jetzt habe ich den Fisch, ne? Aber was ich nicht habe, Orientierung. Okay. Rip. Die nehmen wir so mit. Nehmen wir auch mit. Guck mal, hier brauche ich gar nicht lenken. Aber hier. Hoppala. Oh. Weg. Oh, guck mal, Alter, und dann, wie schnell es aber dann auch wieder vorbei ist, ne? So, wie schnell du wieder am Boden bist und klebst quasi. Ja, es fühlt sich an, als würde man festkleben. Und Block. Oh. Hoho. Sehe ich mal wenigstens wieder so ein paar Schilder am Straßenrand hier stehen. Aber so weit slidet doch kein Mensch. Aber wir sind kein Mensch. Fällt mir gerade auf. Das ist es. Ich habe einfach in den letzten Tagen wieder zu menschlich gedacht und zu wenig pingisch. Pinguisch. Gehen wir eben hier weg. Da durch. Ich habe mich von den menschlichen Gedanken wieder leiten lassen und das, obwohl ich die Revolution der Pinguine direkt vor meinen Augen habe. Mano! Siehst du, guck mal, der Fisch war im Prinzip noch schlecht, als mich am Ende gebremst hat. Dann nehme ich das hier noch mit und das hier noch und das hier und jetzt bleiben wir stehen. Das ist so kacke. Bäh. 53. Leute, das kann man doch nicht. Es ist sehr gut, ein Level-Up. Ja, hm. Rocket Fuel. Guck mal, noch mehr Rocket Fuel. Mehr Aurora Chains? Hm. Ja, mehr Aurora Chains. Okay, back. Alles klar, komm. Sollen wir noch einen Lounge machen? Wir launchen noch. So lange bin ich nicht unterwegs. Komm, wir machen den Money Lounge noch hier. Habe ich, wenn ich morgen aufnehme. Ach du Scheiße. Entschuldigung, Leute, aber wow. Da muss ich erstmal warten.
Naja, ist ja nur zum Geld sammeln, ne? Oh, ey, das gibt's nicht, Leute. Also, wie kann ein Run so schlecht sein? Diese bescheuerte Zar-Bombe, ne? Die ist so scheiße. Wirklich. Weil die mein ganzes optisches Verhältnis komplett geändert hat und ich nicht mehr weiß, wann der richtige Absprung ist. Mann. Ich meine, hier fliegen viele Auroras rum, ne? Aber nicht genug. Mal hier ein bisschen ansaugen. Ja, guck mal, die Satelliten, wie sie darum gieren. Satellitisiert zu werden. Aber guck mal, also, gefühlt keine Tornados mehr irgendwie. Ne, sonst immer schön beim Hochgehen. Wenn man dann mit der Ansaugung, jetzt habe ich die Ansaugung schon verstärkt, bringt gar nichts. Gefühlt bringt es gerade nichts. Hier, wo sind die alle? Die haben auf jeden Fall was geändert. 100 Pro, das spielt sich irgendwie ganz anders. Und Ente chillt jetzt wahrscheinlich mit seinem Glitch-Using ersten Platz da auf 1 Million Kilometer und keiner kann das nie wieder hinkriegen. Ich bin mal gespannt, so im Devlog stand drin, sie wollen ja auch so ein bisschen eventuell dann neue Levels und Kram reinbringen und also es scheint sich ja dann doch ein paar Mal gut verkauft zu haben. Haben wir gute Arbeit für die Pinguine geleistet. Die Pinguin-Fraktion wird immer größer. Entenspiele werden immer unbeliebter, sagt die Statistik, die offizielle bei Statista. Kann man das nachlesen? Enten verlieren an Beliebtheit. Guck mal, ich habe nichts mehr an Schwung. Nichts mehr. Gut, der Sprung war auch richtig kacke. Der Absprung war so kacke. Ja, also, klar, kann ich nachvollziehen. Brauche ich mich eigentlich nicht beschweren. Naja, aber jetzt hier, das wird nichts. Das ganze Geld auch. Ich habe gefühlt früher viel mehr Geld eingesammelt. Nein, ich meine, guck mal, ich bin jetzt bei 34. Normalerweise habe ich locker 40 geschafft. Irgendwas hat sich an diesem Spiel geändert, Leute. 4:23, eine ganze Minute Flight Time weg. Ich muss das mit dieser Bombe auf die Kette kriegen, da sonst komme ich nicht mehr weit, Leute. Ui, 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 ui. Naja, war jetzt auch nicht der Superfisch, ne? Ich versuche halt jetzt mal Geld zu sammeln, so gut es geht.
Komm schon, bitte. Come on, Junge. So, jetzt kam wenigstens mal ein bisschen Speedo auf die Uhr. Wie gesagt, ich brauche nur die Kohle. Ich brauche nur die Kohle, Leute. Distanz ist jetzt egal, ey. Ich habe diesen blöden Kristall aktiviert. Da muss ich wenigstens noch mal so ein paar Truhen hier einsammeln. Okay, läuft gut. Hier nochmal dran vorbei. Da waren mir zu viele Eiszipfel. Wie jeder weiß, sind Eiszipfel ganz gefährlich. Besonders wenn sie so weich und flauschig in der Gegend rumstehen. Dann gibt es meistens Probleme mit den fiesen Eiszipfeln. Das ist das größte Problem im Winter überhaupt, ne? Der Eiszipfelmänner haben das Problem häufiger als Frauen. Aber auch bei Frauen wurde schon der Eiszipfel diagnostiziert. Mensch, wie lange soll ich denn hier noch rutschen, Leute? Also. Her mit der Truhe. Sehr gut. Ah, sehr schön. Sehr schön. Ah, ganz entspannt, ganz elegant. Erotisch sexy. Nicht vulgär. Oh, 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 oh. Kiste, Kiste, Kiste. Okay, da sind noch ein paar Kisten in der Luft. Los, kommt her. Ja. Oder, ah, Mist. Wäre cool gewesen. Da ist noch einer. Schwupp. Nehmen wir den mal mit. Vielleicht können wir so ein paar Meter die Sekunde rausprügeln aus dem alten Pinguin hier. Also, Flug war nicht gut, aber Slide. Ordentlicher Slide ist es mal hier. Also, wenn einer gut slidet, dann der alte Sly. Warum ist Sly eigentlich der Spitzname für Silvester? Von einem Kumpel von mir, der Vater, der hieß auch Silvester. Der hatte sogar mal eine eigene Homepage wegen so einer, der hatte so eine Gartenbahn. Kennt jemand Gartenbahn? Das ist so eine große Eisenbahn, die im Garten fährt. Deswegen Gartenbahn. Aber es ist halt so eine große, ich glaube, wo man so drauf sitzen kann oder Kinder können auch drin mitfahren. So groß sind die. Manche Leute haben Gartenbahnen und Sly hatte auch eine Gartenbahn. Ich glaube, seine Webseite damals hieß irgendwie slicegartenbahn.com oder so. Seid ihr so der Gartenbahn-Typ? Hättet ihr genug Geld für eine Gartenbahn? Würdet ihr sagen, ich kaufe mir für das Geld, also ich weiß nicht, was sie kostet, wir nehmen einfach die Summe X. Ja, würdet ihr sagen, ich kaufe mir für Summe X eine Gartenbahn oder würdet ihr sagen, ich kaufe mir für Summe X lieber, keine Ahnung, ein Garten-Dojo zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ein Garten-Dojo genauso viel kostet wie eine Gartenbahn. Aber sagen wir mal einfach, es wäre so. Wärt ihr eher Typ Dojo oder wärt ihr Typ Gartenbahn? Sagt das viel über Menschen aus? Kreis und seine Gedankenexperimente. So, her damit. Weg mit dir. Alter, was der slidet hier. Leute, jetzt mal im Ernst. Ich hätte schon vor 5 Minuten dachte ich, es wäre vorbei. Aber er slidet einfach den Weg. Den Weg der Heiligen slidet er. Da baut er wieder ein bisschen ab an Geschwindigkeit. Aber im Sturz holt er sie sich zurück. Oh Mann, oh Mann. Ja, da hatte ich jetzt die Wahl. Entweder durch den
blöden Seeleoparden durchfläzen. Oder durch den Eiskadaver. Oh Mann, Leute, ey, was geht hier ab? Was geht hier ab? Au, das hat auf jeden Fall ganz böse gezeckt. Ich bin einfach auch schon wieder viel zu flach irgendwie unterwegs. Es ist mir zu schnell und zu flach. Zu schnell und zu flach, Leute. Ich weiß nicht, wohin. Oh Gott, ich sehe gar nicht, was auf mich zukommt. Da sind noch zwei Kisten. Wow, wow. Aber wo sind die Wirbelsturms? Ich brauche ein paar Wirbelsturms, um mal wieder nach oben zu kommen. Aber ich baue nicht genug Aura auf und viele Dinge sind geschehen. Ich habe mittlerweile nicht mehr meine... Die Sicherheitszone, sagen wir es mal so, habe ich mittlerweile verlassen. Oh nein, da wäre ein lilaner Fisch gewesen. Oh, das wäre die letzte Chance auf einen wunderschönen Turbo gewesen. Doch nicht, da ist sie noch. Okay, 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 muss ich mit leben. Oh, ich dachte, da wäre wieder so ein fieser Schlitztreffer. Da war aber einer. Hier nehmen wir noch die Kiste mit. Ja, jetzt gleich ist es vorbei. Jetzt gleich ist es zu Ende, Leute. Auch wenn ich... Boah, Alter, ich weiß nicht. Da muss aber mal einer von euch zurückspulen und gucken, wie viele Slide-Meter wir hatten. Das waren auf jeden Fall einige in dieser Runde. Leute, ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Ja? Ich wünsche euch allen einen wunderschönen und erfolgreichen Tag und wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Episode von Flying Station wieder. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, reingehauen und ciao!